ich bin sehr froh, dass ich heute wieder hier sprechen kann, zum dritten Mal mittlerweile. Der weltweite Tag der genitalen Selbstbestimmung hat sich mittlerweile etabliert und das Kölner Urteil vom 7. Mai 2012 hat ein Zeichen gesetzt, dass es eine Entwicklung geben kann in Richtung einer modernen Gesetzgebung, in der genitale Selbstbestimmung und die körperliche Unversehrtheit von Kindern als Werte angesehen werden, die einer modernen Gesellschaft so wertvoll und schützenswert erscheinen müssen, dass sie das auch gesetzlich verankert. Leider hat das die Politik größtenteils nicht so gesehen und deswegen stehen wir heute hier. Wir wollen zeigen, dass das Kölner Urteil in seiner Signalwirkung nicht tot zu bekommen ist, dass das ein Anfang war für eine Bewegung auch in Deutschland, die sich der internationalen Bewegung, die es ja schon lange gibt, anschließt und anschließen möchte, um zu zeigen, dass das ein internationales Thema ist, dass Kinder weltweit geschützt werden müssen und dass Menschenrechte für alle Menschen universell gelten müssen. Wir sprechen uns aus gegen einen Kulturrelativismus, besonders in diesem Zusammenhang, der nur westlichen Mitteleuropäern fundamentale Menschenrechte zugesteht und sagen, dass in einer modernen Gesellschaft die sexuelle Selbstbestimmung, der Schutz von Kindern, das Recht, über seine Genitalien selber bestimmen zu können, für alle Kinder und für alle Menschen schützenswert sein muss. Wir sprechen uns außerdem aus gegen Rollenbilder und gegen ein Bild von Sexualität, das davon ausgeht, dass Genitalien, besonders in diesem Zusammenhang die männlichen Genitalien, leichtfertig verstümmelt werden können, als wäre die männliche Sexualität nicht genauso schützenswert wie die weibliche und wie die Sexualität eines jeden Menschen, gleich welchen Geschlechts er oder sie angehört. Wir möchten, dass für jeden Menschen, sei er männlich, weiblich oder intersexuell, gilt, dass seine Genitalien ihm selber gehören. Deswegen hat sich Interaktiv im Jahr 2013 gegründet und seitdem kämpfen wir für diese Ziele und kämpfen wir dafür, dass Menschen anerkannt werden, auch wenn sie betroffen sind, wenn sie männliche Betroffene sind, wenn sie Betroffene sind, gleich welchen Geschlechts, dass ihre Geschichte nicht abgetan wird als harmlos und dass sie ernst genommen werden in ihren Geschichten und in dem, was ihnen passiert ist. Und wir möchten eine Präventionsarbeit leisten für Kinder, dass sie geschützt werden und dass sie dieses Schicksal, dass sie daran nicht leiden müssen. So. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass es eine internationale Kooperation gibt, denn das ist ein Thema, was nicht nur Deutschland etwas angeht. Es wird oft so hingestellt, als wäre es in jedem Land, in dem die Debatte aufkeimt, als wäre es nur eine Debatte des jeweiligen Landes. Das ist aber nicht so. Das ist eine weltweite Debatte und deswegen ist es auch so wichtig, dass hier so viele internationale Organisationen da sind und dass es diese Kooperation auch länderübergreifend gibt und dass wir zusammenhalten, um diese Ziele zu verwirklichen. Vielen Dank. Bravo.